So, hallo, schönen guten Abend. Ich habe doch noch ein kleines Thema, über das ich kurz sprechen wollte. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass die Bild-Zeitung jetzt in goldener Farbe die Überschriften wählt, nicht mehr in Rot oder in Schwarz. Nun kommen auch andere Journalisten auf den Trichter, Mensch, da muss ja irgendwas passiert sein bei der Bild-Zeitung, denn der Julian Reichelt hat heute ein beachtenswertes Video mit dem Titel Schluss mit Starrsinn in der Corona-Politik herausgebracht, wo er die Regierung massiv angegriffen und massiv unter Druck gesetzt hat. Ich möchte ganz gerne mal auf die Bild-Zeitung eingehen, denn wir haben schon, Nelly und ich haben im Anfang Februar schon darüber gesprochen, denn im Januar kam es auf, die Nachricht, dass KKR, ein amerikanisches Investmentunternehmen, eine sogenannte, vielleicht eine Heuschrecke, kann man sie so bezeichnen, 42, damals 42,5%, das war im Dezember, der Anteile von Springer Verlag, vom Axel Springer Verlag gekauft hat. Mittlerweile haben sie die Anteile erhöht auf über 62%, meine ich. Interessant ist das insofern, weil ich schaue mir gar nicht an, KKR, Investmentgesellschaften, Bild-Zeitung, ja, das sind die Meinungsmacher in der Politik. Ohne die Bild-Zeitung gibt es keine Regierung. Also die Regierung hört sehr genau hin, was die Bild-Zeitung schreibt. Und im Grunde genommen ist es weitläufig bekannt, dass die Bild-Zeitung da nicht nur Meinungsmacher ist, sondern tatsächlich in die Politik auch durch ihre Medienpräsenz eben eingreift. Keiner kauft die Zeitung, aber jeder hat sie gelesen. Jeder weiß, was drin steht. Aber interessant ist, wenn man sich mit KKR mal beschäftigt, wem gehört denn KKR oder wem sind sie denn zuzuordnen? Und dann fällt schnell auf, dann fällt ein Name auf, Henry Kravis ist einer der Eigentümer von KKR und der ist der Chef von KKR. Ist einer der Haupteigentümer. Es gibt, glaube ich, nur drei oder vier Eigentümer, die 100% der Anteile halten. Und Henry Kravis ist der KKR-Chef. So, der hat den Kauf abgewickelt. Übrigens hatte auch die ProSieben Media Group oder Gruppe war auch mal im Besitz von KKR. Und da gab es einen Fernsehsender, den haben sie verkauft, NTV. Und NTV haben sie verkauft an Axel Springer Verlag. Also ist auch mal spannend zu sehen, was bei NTV jetzt in den nächsten Tagen und Wochen herausgegeben wird. Interessant ist auch, es gibt den Louis Eisenberg. Louis Eisenberg ist Fundraiser bei den Republikanern immer schon gewesen oder eine lange Zeit lang gewesen und so auch für die Wahl in 2016 von Donald Trump. Fundraiser heißt, der hat die Gelder eingesammelt und hat Spendengelder eingesammelt. Auch er ist merkwürdigerweise Republikaner und er ist heute noch Senior Advisor bei KKR. Warum erzähle ich das Ganze? Ist relativ einfach. Ich denke, dass die Bild-Zeitung einen Schwenk gemacht hat vor etwa 3 Wochen. Das war die Woche vor Ostern. Da haben wir schon mal drüber gesprochen in dem Video. Ich weiß nicht mehr genau das Datum, weil ich jetzt das Osterdatum nicht im Kopf habe. Aber es war der Sonntag vor Ostern. Da war das erste Mal, dass die Bild-Zeitung in goldenen Überschriften geschrieben hat. Und nicht nur auf Seite 1 oder auf der Frontpage, sondern auf Seite 1 und 2 und 3 und 4. Also es ging eigentlich durch die ganze Zeitung durch. Ja, nicht eigentlich, es ging durch die ganze Zeitung durch. Und für uns war das, Nelly und ich, vor allem Nelly, weiß so ein bisschen mit den Farben umzugehen und die Farben auch zu interpretieren. Und sie hat ganz klar gesagt, die Zeitung ist gedreht. Und wenn man sich dann die Artikel auch angeschaut hat, dann hat man auch gesehen, dass die inhaltlich eine andere Ausrichtung hatten und nicht mehr so pro Regierung Merkel geschrieben haben, sondern da deutlich auf Abstand gegangen ist und
mit dem Video heute sind sie nicht nur deutlich auf Abstand gegangen, sondern da sind sie auf Konfrontationskurs gegangen. Und ja, warum sage ich das mit den Republikanern? Es ist merkwürdig, dass die alle, dass der Henry Kravis Republikaner ist, ewig lange schon. Louis Eisenberg hatte sich mal Hoffnung gemacht, Handelsminister unter Trump zu werden. Ist er nicht geworden, warum auch immer. Vielleicht hatte er die Aufgabe, den Deal mit dem Axel Springer Verlag, weil darüber klar ist, habe ich den Axel Springer Verlag, bilde ich die Meinung in Deutschland, über kurz oder lang. Und das geht jetzt seit 3 Wochen schon. Und seit 3 Wochen geht die Kurve der Empörung in der Bevölkerung auch nach oben und sie nimmt jetzt eine exponentielle Steigerung, wie ich das im vorherigen Video auch schon gesagt habe. Es passiert immer mehr in Deutschland. Also Leute stehen auf und die Bild-Zeitung hilft uns gerade dabei. Und da dürfen wir durchaus dankbar sein dafür. Ja, das war mir ein kurzes Video wert. Also wie gesagt, wir sind da schon seit Februar. Wir haben schon in einer anderen Chatgruppe, in einem Analyse-Team gearbeitet, die Nelly und ich, und haben da auch ein Video zugemacht. In einem Interview war ich Interviewpartner. Und da habe ich schon über KKR gesprochen und auch genau das gesagt. Das Interview ist leider nicht mehr verfügbar, sonst hätte ich das hier eingestellt. Insofern musste ich das jetzt nochmal gerade rauskramen und das Video mal aufzeichnen. Aber ich denke, das ist jetzt klar. Also, lasst euch nicht erzählen, was die da draußen im Moment an Videos produzieren. Da sind Journalisten unterwegs, die noch nicht so hinterblicken. Wer steckt denn da wirklich dahinter? Und es ist nicht KKR, sondern es ist im Grunde genommen der verlängerte Arm von Trump. So darf man das verstehen, aus meiner Sicht. Meine persönliche Meinung. Also, macht da draus, was ihr wollt. Denkt drüber nach. Where we go one, we go all. Macht's gut. Tschüss.